So, ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Medieval Dynasty. Ja, wir sind im letzten Tag vom Sommer, ne? Sorry, das musste mal gerade sein. Kurzen Screenshot. Ihr seht, es ist alles nachgewachsen. Es ist ein neues Jahr. Ne, also aus dem Winter sind wir da raus. Ich habe auch fleißig angebaut. Ich zeige euch das noch nachher. Aber jetzt erstmal, also von 0 Mitarbeitern sind wir jetzt auf 2 Mitarbeitern, oder ich kann jetzt einen zweiten holen. Und zwar habe ich, wo ist es denn? Wo ist es denn? Management, ne? Dynastiereputation 102. Und wir brauchen für einen zweiten 100. Hallo Kollege, ich schaffe eine neue Siedlung. Gut, wir sehen uns dort. Viel Spaß. Neuer Dorfbewohner Hubert. So, jetzt muss ich dann natürlich wieder zuordnen, was er machen soll. Oh, der ist älter. Das ist eine gute Frage. Was wäre denn sinnvoll? Also Lebensmittellager wäre eigentlich sinnvoll. Da ist die Frage, wo holt das her? Ob das aus der Scheune holt? Ich habe keine Ahnung. In der Landwirtschaft arbeiten wir natürlich mega. Craften würde mir persönlich sogar helfen. Und Holzschuppen wäre natürlich nice, weil dann muss ich das nicht mehr übernehmen. Ja, also wir bräuchten eigentlich noch einen. Und da wäre es, wie gesagt, am besten, wenn der einen Holzschuppen arbeitet. Die Dame, oder die Wunschdame besser gesagt, die ich mir aneignen möchte, die würde ganz gerne in der Näherei arbeiten. Ja gut, ist ja nicht schlimm, ne? Landwirtschaft, keine Arbeiter. 10 Stück. Eieiei. Gehst du erstmal ins Lebensmittellager, würde ich sagen. Arbeiter zuweisen. Ladenbesitzer. Ja. Sehr gut. Müsste die ja eigentlich versorgen, ne? Obwohl, versorgen kann ich die ja so auch. Dann schmeißt da Lebensmittel rein und halt eben Holz. Hat bisher auch immer gut funktioniert. So, wenn ich jetzt wüsste, wo die Dame noch sitzt. Ist sie schon nach vorne oder ist sie noch hier hinten? Wir gucken mal. Du warst die ganz junge, ne? Ja, 16. Hier. 20, genau. Zuneigung 58. Hallo, schöne Frau. Wir sollten irgendwann Mittagessen gehen. Erstmal siehst du schön aus. Sie muss erstmal nochmal nachdenken. Das ist so langwierig, wenn du die falschen Sachen nochmals anklickst. Ich hätte als erstes auswählen sollen, dass mit Mittagessen danach dann nochmal. Siehst wunderschön aus. So, kohletechnisch sieht kacke aus, ne? Ist aber kein Problem. Wir sind auf dem Weg zum Jagen. Also, wir brauchen eh noch ein bisschen Fleisch. Wir haben so viele Zwiebeln jetzt. Ich habe jede Menge Zwiebeln angesät. Da ist richtig was bei rumgekommen. Wir haben jetzt auch 42 Samen, also können wir da richtig was säen. Wir brauchen auf jeden Fall wieder jede Menge Felder. Und wenn ich das hier so sehe, weiß ich auch, warum das so krass ist. Also warum das so viele Felder sind. Mittlerweile. Beeren muss ich noch sammeln. Die kann man jetzt schön auch im Sommer sammeln. Ich glaube, im Herbst geht das auch noch. Aber im Frühjahr und Winter geht das wiederum nicht. Und im Winter Essen zu bekommen ist sowieso generell schwierig. Deswegen eigentlich am liebsten wieder Beeren. Ich habe noch ein bisschen Auswahlmöglichkeiten zwischen Fleisch. Aber Fleisch mit Zwiebeln, das macht auch wieder einiges aus, ne? So, wie gesagt, wir sind auf der Suche nach was Essbarem. Auf 4 Beinen am besten. Am besten nicht zu pelzig und nicht zu groß. Könnte nämlich sein, dass ich sonst die Beine in die Hand nehme. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Bär rumläuft und ich muss insgesamt 3 Bären töten. Problem ist, ich muss auch eine Jagdhütte bauen. Und da ist halt eben das große Problem, dass mein Limit von Gebäuden jetzt durch ist. Also da geht nicht mehr. Was ist denn da hinten?
Ne, ist doch kein Bär, oder? Ne, ne. Das ist gar nichts, das ist ein Stein oder so. Oder ein Busch wahrscheinlich. Also hier oben in Bergen hat man, glaube ich, die größten Chancen, irgendwie einen Bär zu erwischen. Schätze ich mal. Ich würde immer gerne ausprobieren, wie so ein Bär halt zu bekämpfen ist. Ob der viele Pfeile frisst, weil viele habe ich natürlich nicht. Ich habe 12 Stück. Also 13, wenn man noch einen Steinpfeil dazu zählt. Aber der ist ja nicht so krass, sage ich jetzt mal. Armbrust kann ich natürlich noch nicht. Bin ich auch zu geizig zu, beziehungsweise habe ich gar nicht die Kohle für. Und momentan ist auch eher so Technologiepunkt etc. Würde ich doch ganz gerne in die Landwirtschaft reinstecken. Also gerade was die Rezepte angeht. Dass wir essenstechnisch da schon mal ganz gut versorgt sind. Über das ganze Jahr hinweg. Also ich weiß, den Winter, den kriegt man auf jeden Fall rum. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Die Jungs werden wahrscheinlich mehr in der Hütte sitzen, weil anfangs die Näherei nichts herstellen kann. Weil wir keine Felle haben. Aber deswegen werde ich im Winter natürlich auch jede Menge Füchse jagen. Weil wir brauchen Fellschuhe. Für unsere Leute. Ne, und dann, wie gesagt, müssen wir uns peu à peu hinten weitere Felder bauen. Was ist denn da vorne? Ist da ein Weg? Jo. In Denica war ich ja schon. Und das ist der Weg runter nach Jezerica. In Horica sind jede Menge Quests. Ja, Problem ist, ich habe keine Kohle, Kollege. Hier ist noch eine Quest. Oben Branica Dorf. Ja, eigentlich wäre es egal gewesen, was für eine Richtung ich gegangen wäre, ne? Also in Borovo war ich jetzt. Hab die Quest erledigt. Ich habe auch gar nicht geguckt, was eine vierte Figur quasi auf meinen Hof bringt, beziehungsweise was die braucht. Da vorne. Das ist auch ein Büffel, oder? Das ist ein Bär. Das ist doch 100% ein Bär. Und ein Wolf. Boah, jetzt ist das übel an. Nein. Nicht cool. Das ist ein Büffel, das ist kein... Ha. Was mache ich? Mal testen? Ich würde es ja gerne mal testen. Wir testen es. Mehr als sterben kann ja nicht passieren. Ah, keine Pfeile. Ich Idiot. What? Zwei Pfeile? Nein. Das ist doch Cheaten. Guck dir mal das Riesenvieh an. Ich habe natürlich wieder kein Messer dabei. Der Wolf ist auch noch in der Nähe, ne? Das ist ein bisschen aufpassen. Ich muss schnell Steine sammeln. Also ein Stock. Ich brauche 4 Steine. Hier sind noch welche. Oh, ne, echtes Johanniskraut brauche ich das nicht gerade. Ja, man kann es immer mal gebrauchen. Ich glaube, das heilt Vergiftung oder so. Muss ich gestehen, ich habe mich bisher auch noch nicht vergiftet, einfach weil ich mich nicht getraut habe. Jetzt gerade bei den Pilzen und so kann man sich echt schnell vergiften. Und da habe ich immer irgendwelche Morschel oder so gegessen, wo ich mir sicher war, dass das kein Problem darstellt. Müssten 3 sein. Vielleicht hatte ich noch einen, aber
Such einfach noch einen. Sehe aber keinen. Hier. So, Messer. Ah. 5 Stöcke. Wow. Hallo. Stöcke. So. Wieder zurücklatschen. Schnell. Bevor das Vieh despawnt. Oder ich weiß es ja nicht, was hier passiert. Vielleicht auch vom Wolf angegriffen wird. Also gefressen wird. So. Messer herstellen. Ja, das Messer war eine Quest. Ne? Das war auch schon ganz gut dabei. Wiesent, siehst du? Ist kein Bär. Es ist auch nicht eine Liste oben. Okay. Steinfall, 4 Pelz. Also hier kriegt man anscheinend 4 Pelz bei. Wo ist denn der Wolf? Ich speichere erstmal. Wir müssen eine taktisch vorgehen. Weil wenn er mich plötzlich. Ja. Killermaschine. Da rollt der Pfeil übrigens noch weg. Aber ich sehe ihn. Ja, das war ein bisschen lucky. Danke für deine Hilfe übrigens. Ich hoffe, du hast keine Kollegen hier. Sonst habe ich jetzt gleich ein Problem. Zack. Weg bin ich. Nicht nach hinten gucken. Ab geht's. Jetzt gucke ich gleich mal, was ich an Fleisch habe. Also krass. Das Jagen war doch gar nicht mal so unerfolgreich. Hätte ich es nicht gedacht. Ich dachte gerade, so dicke Viecher, die kriegst du mit dem Bogen nicht klein. Aber 2 Schüsse im Kopf und die waren Geschichte. Die waren auch langsam. Ich hoffe, mein Bär ist genauso. Oh, ein Bär ist schneller, ne? Ja, da unten ist das Wasser. Dann weiß ich, in was für eine Richtung ich gehen muss. Bin ich auch sehr weit abgeschieden. Ah, guck an. Ich dachte, die sind erst im Herbst da. Andere Kollege. Das tat übrigens Aua. Da ist noch einer. Den schnell mal auffuttern. Ich weiß es auch, was es ist. Das ist ein Fuchs. Ich hab mir überlegt, was es ist. Hier ist ein Hase. Ich habe eine Hasenfalle. Mir fehlt doch nur noch ein Fuchs. Eben war hier doch noch 2, meine ich sogar. Wo waren die denn? Ach, verdammt. Jetzt wird es doch noch dunkel. Die sind noch nicht wieder zurück in ihren Fuchsbau. Nur weil es dunkel wird. Wäre natürlich realistisch, sage ich jetzt mal. Und also wer immer sich gefragt hat, warum gibt es einen Dachs? Das kann ich euch beantworten. Um eben Füchse in solchen zu jagen, ne? Sind extra so gezüchtet worden. Das ist eigentlich schon sehr traurig. Naja. Sehr viele Dachse bzw. Tackle hießen sie. Sind dabei auch gestorben. Bei der Jagd. Teils auch durch die eigenen. Also durchs Herrschen quasi.
Ja, da ist noch was Fleischiges. Brauche ich aber jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich lasse euch diesmal verschont. Auch wenn ich es, wie gesagt, aktuell gemerkt habe, mit jedem Jahr kommt das Ganze zurück im Frühjahr. Also es vermehrt sich dann wieder. Es ist dann eigentlich gar nicht so schlimm, dass man erstmal alles ausrottet. Ist wirklich nicht so schlimm. Oh nein! Ich kann nicht laufen. Fuck, wo bin ich reingelaufen? Ich speichere ganz kurz. Was habe ich gemacht? Nee. Boah, ist ein Wildschwein. Jetzt seid ihr mich doch im Flachsen, oder? Wie bitte? Ein Pfeil? Wo bin ich denn hingelaufen? Oh, doch. Bin sogar in der Nähe. Bin sogar gar nicht so dumm gelaufen. Boah, da habe ich mich jetzt gerade mehr erschrocken, als wirklich Panik nötig war. Ich war hier im tiefsten Wald, ey. Ja, es ist halt jetzt dunkel, ne? Gut, also wir müssen Eber jagen. Nur ein Fuchs und zwei Eber. Ist halb so melodramatisch. Damit kann ich leben. Ich dachte, wir müssten Bären jagen. Ah, Gott sei Dank. Aber ihr seht schon, also die Eisenpfeile, die gehen langsam zur Neige, ne? Muss man ganz klar sagen. Aber das ist nicht schlimm. Das ist halt so. Home sweet home. Wir sind wieder da. Speichern wir mal ganz kurz. Ja, ich bin ein ziemlicher Schisser. Das muss man ganz klar sagen. So, dann gibt es hier nochmal einen Screenshot von. Ja, stimmt, ihr habt doch die Erweiterung gar nicht gesehen, ne? Gibt es dann in der nächsten Folge? Da gibt es eine Landwirtschaftsfolge. Hoffe ich mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal rein. Ciao.